Tada! So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Plothole Podcasts. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern habe den wunderbaren Vita bei mir am Start. Hi Freunde! Ja, wer nicht sieht, der kann ihn bald sehen auf seinem neuen YouTube-Channel namens Vitas Gaming, ne, Green Couch. Das Logo seht ihr da oben. Ne? Vitas oben. Green Couch, ja. Und mein Logo seht ihr hier. Wenn ihr uns nur hört, dann seht ihr gar nichts. Haha, Pech. Ja, unser Thema wird heute sein, unsere Zukunft auf YouTube, beziehungsweise unsere Zukunft mit Let's Plays, Streaming, allerhand anderem Stuff, was das angeht. Und ja, weil wir nämlich größeres vorhaben und hoffen, dass wir da ein bisschen Fuß fassen können. Ich glaube, unser großes Problem ist momentan, dass uns so die Situation ein bisschen anpisst, was Arbeit angeht. So dieser Alltag, so ein bisschen auf den Kopf fällt, so glaube ich. Also dieses stumpfsinnige 9-to-5-Shit, so jeden Tag stumpf auf Arbeit gehen, so. Wir sind, glaube ich, beide nicht unzufrieden mit unserem Job und mit unserer finanziellen Lage wahrscheinlich auch nicht so, aber irgendwie stumpft halt irgendwie ab und ist immer das Gleiche. Und wer wünscht sich nicht, mit seinem Hobby Geld zu verdienen und zu seinem Beruf, oder Leidenschaft schon gesagt, lebelang schon am Zocken und so weiter. Schon. Und wenn man damit sein Geld für täglich Brot verdienen könnte, ich meine, was gäbe es Besseres? Und deswegen, ja, versuchen wir es mal. Und wir sind natürlich nur aufs schnelle Geld drauf. Ne? Schon. Also sobald wir die Millionen geknackt haben, sind wir einfach weg. Dann ist vorbei. Also, wenn ihr uns schnell weg haben wollt, dann supportet uns genau, einfach. Abonniert uns, pusht, teilt euch Glocke alles. Glocke uns nicht vergessen, ihr wisst Bescheid, ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin schon wieder Frame Drops irgendwie aus irgendeinem Grund. Ja, ich sehe es auch gerade. Aber warum? Niemand weiß es. Wenn ihr es wisst, unten in die Kommentare vielleicht, wer weiß. Ja, ich verlinke uns übrigens, also ich verlinke seinen Kanal auf jeden Fall unten. Und Soundcloud könnt ihr uns natürlich auch hören. Wer uns gerade auf Soundcloud hört, der kann uns auch sehen auf YouTube. Und ja, also wie gesagt, wir haben Großes vor, hoffen wir, dass alles funktioniert. Ich mache ja schon ein bisschen länger Videos auf YouTube und ab und zu auch auf Twitch so, aber ich versuche das Ganze auch ein bisschen professioneller jetzt aufzuziehen. Nach und nach halt. Wer, glaube ich, ein bisschen schon mich länger verfolgt, der den Fortschritt einigermaßen sehen könne und hören könne, vor allem auch. Vor allem hören. Ja, schon. Und auch sehen inzwischen, sieht man dich ja. Hier mit Incam und so weiter. Ja, schon. Das hat also, geht voran, aber ist natürlich ein langer Weg. Also man kann sich auch nicht immer drauf, hundertprozentig drauf verlassen, dass da alles so läuft, wie man es gerne hätte. Aber ja, muss halt dran arbeiten, ne? Also, was gibt's zu dir noch zu sagen? Also du hast auf jeden Fall jetzt gerade momentan, bist gerade auf jeden Fall am Anfang noch. Baust dich mal alles auf, also fuchst dich jetzt erstmal überall rein in die Programme und in deine Software, Hardware und alles. Und aber was ist so dein Plan eigentlich? Also was hast du vor zu zocken hauptsächlich? Oder was hast du da schon irgendwelche genauen Pläne? Also hardware-spezifisch beschränke ich mich erst einmal auf PlayStation 4. Also bin klassischer PlayStation-Zocker, bei mir ist nichts mit Nintendo, PC oder solchen Gerätschaften, sondern PlayStation 4 und da eigentlich, ja, so blöd es auch klingt, die langweiligste Antwort, alles Mögliche, ne? Also, ja, was soll ich sagen? Also mir gefällt eigentlich alles von A wie Rennspiele bis hin zu Z wie Ballerspiele. Also mir fällt kein Beispiel ein. Aber ich mag wirklich alles, also wirklich auch Kinderspiele, Disney-Spiele, gerade Kingdom Hearts und so, wenn das jetzt dann auch mal demnächst rauskommt. Was insgeheim auch vermutlich mein erstes Spiel sein wird, was ich gerne streamen möchte. Also, ich bin jetzt nicht so der große Disney-Fan, aber Disney verfolgt auch jedem, mit Sicherheit jedem, seine Kindheit. Und die ganzen Charaktere, die es da drin zu spielen gibt, haben mir einfach so gefallen und haben es mir irgendwie angetan und da habe ich irgendwie Bock drauf. Ich habe noch nie in Kingdom Hearts gespielt. Ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ich habe es bei meinen Cousins immer gesehen, wie die das gezockt haben. Die sind da voll drauf abgefahren und mir hat es gar nicht zugesagt, wirklich überhaupt nicht. Und eigentlich ist es auch nicht meine Spielreihe, wo wir zu einem Thema kommen,
gerade wo du gesagt hast, was ich zocken will, eigentlich spiele ich keine Spiele, solche Sachen wie Kingdom Hearts oder Final Fantasy oder solche so rundenbasierte Spiele, Kampfspiele, ist eigentlich gar nicht meins. Aber meinst du so JRPGs ist eigentlich also das Gegenteil von dem, was du eigentlich zockst? Eigentlich genau das Gegenteil, aber man muss dazu sagen, South Park hat es mir ein bisschen angetan, weil das ja auch so etwas rundenbasiert gewesen ist, das neue South Park Fractured Butthole und das hat mir echt Spaß gemacht und deswegen versuche ich mich mal, denke ich mal, an Kingdom Hearts 3. Und das wird so das erste Spiel sein, was ich eigentlich gern streamen möchte. Und ja, zukunftsmäßig wird es erstmal so aussehen. Klar, ich fuchs mich jetzt erstmal in die ganzen Programme rein. Wann ich richtig online gehe und alle scharf stelle, weiß ich auch noch nicht. Ich möchte wirklich alles auf. Ja, ich möchte nicht mit einer Alpha starten, sondern eher eine fortgeschrittene Beta mit halbem Goldstatus, wo ich sagen kann: Okay, ist alles fertig, jetzt kann ich loslegen. Und dazu bedeutet auch natürlich, Twitch muss richtig sein, der Kanal muss aufgebaut sein, die ganzen Banner, die Hintergrundbilder und es gehört noch weitaus mehr dazu, wie einfach nur einen Kanal zu erstellen, ein Logo reinzuklatschen und ein Kanalbild einzufügen, sondern die ganzen Einstellungen, wie lädt man Videos hoch, wie schneidet man richtig, welche Auflösung muss man verwenden, wie erstellt man Playlists, nicht nur bei YouTube, sondern bei Twitch und so weiter, deswegen, ja, ich möchte mich da wirklich komplett reinfuchsen. Der Plan ist so Ende Januar, Anfang Februar, am liebsten Ende Januar, gerade wenn Kingdom Hearts 3 natürlich rauskommt, um zeitgerecht starten zu können. Aber wie gesagt, also ich möchte erst, dass alles, wie sagt man, Hand und Füße hat oder sowas. Ja, Hand und Fuß hat, Hand und Fuß alles, hat. Alles funktioniert so wie es soll und nicht so halbgar oder so wie es bei mir. Ich möchte nicht einen Stream starten wollen und erstmal 30 Minuten die Mikros testen und was heute natürlich nicht passiert ist. Nein, Spaß, sondern es muss funktionieren. Ja, und die Qualität muss passen, weil jeder weiß, sieht ein Video scheiße aus oder ein YouTube-Video, klickt man weg. Oder hört sich der Ton beschissen an, klickt man weg. Deswegen, es gibt immer einen, der es besser macht. Warum soll ich nicht derjenige sein, der es besser macht? Und das ist so der Plan, eigentlich alles schön aufzubauen. Jetzt werden dann in Zukunft, also im Laufe der nächsten Woche, werde ich dann die ersten Recording-Versuche machen. Hardware-technisch, die Komponenten habe ich mir jetzt alle zugelegt, um Sachen zu recorden. Es fehlt noch ein bisschen ein vernünftigeres Mikrofon, aber alles peu à peu kostet ja auch alles eine Stange voll Geld. Ja. Und genau. Das ist immer so der Punkt, ja. Dass man, deswegen hat es auch bei mir jetzt ein bisschen länger gedauert, auch, weil. Man muss halt immer das Zeug sich peu à peu halt einfach auch mal kaufen, da fängt man halt ein bisschen kleiner an. Wenn mir das jetzt eher so umgekehrte Fall, dass ich gesagt habe, ich möchte halt einfach, weil ich Bock drauf habe, das machen und scheiß da erstmal ein bisschen so auf die Quali, oder scheiß mal nicht auf die Quali, aber scheiß mal drauf, dass jetzt alles so perfekt läuft und ich will einfach mal einfach jetzt mich da reinarbeiten und dann eher so peu à peu das immer verbessern, immer Step by Step. So ist natürlich, also wie gesagt, ich finde es da keinen Weg besser als andere oder so, was man sagen kann, jetzt. Also natürlich ist es immer cool, wenn man dann halt alles schön aufbaut und dann so loslegt. Ja. Aber wenn man halt wirklich Bock drauf hat, also ich hatte halt schon jetzt über die Jahre verteilt schon immer Bock, das zu machen und hab's ja dann über die PlayStation viel gemacht, auch selber so gestreamt direkt, so was ja auch gut funktioniert. Ja, ziemlich gut sogar. Und aber ich will halt einfach, wie gesagt, das immer natürlich. Du wolltest direkt loslegen, wollte einfach das machen und wie gesagt, jetzt halt immer Step by Step ein bisschen besser und ein bisschen schöner, ein bisschen sauberer alles. Ja, wobei es jetzt natürlich auch wieder natürlich perfekt passt, dass die ganze Frames hier rumdroppen, warum auch immer, alle, keine Ahnung, was da gerade passiert, ey. Mega strange, ey. Aber im Grunde gelegen ist dein Vorgang nicht anders gewesen, wie es gerade meiner ist. Der einzigste Unterschied ist, dass du es live machst und ich halt noch nicht live. Genau, im Endeffekt, ich probiere auch viel rum. Genau. Du jetzt hab mir letzten Monat eine Capture Card gekauft, nächsten Monat ein Mikrofon und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt machen wir genau das Gleiche. Wir tasten uns ran. Bloß hast du halt schon deine Videos hochgeladen und ich halte es eben noch ein bisschen offline und privat und warte, bis es alles ein bisschen stimmiger ist und so. Und aber im Großen und Ganzen, wie möchte man anders anfangen? Man muss sich das Zeug zulegen, man muss sich damit beschäftigen, man muss Einstellungen testen, dazulernen und jo, mit jedem schlechten Video weiß man, wie man es besser machen muss oder sollte vor allem. Und Fehler sind da, um das nächste Mal besser zu machen. Genau. Und ja, genau. Ja, also ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall noch einiges zusammen machen können. Also wäre auf jeden Fall cool, das habe ich voll Bock drauf. War so das Erste, wo ich mich drüber gefordert habe, als ich gehört habe, dass du jetzt auch was machen möchtest. Ja. Dass ich gesagt habe, ey, Gott sei Dank, endlich mal jemand, mit dem ich irgendwas zusammen machen kann. Weil vorher war es immer so, dass ich wissen, jemand, was ich glaube, ich ab und zu der Alex mitgeholt oder irgendwie Svenja oder so mit reingeholt, aber die sind beide jetzt nicht so nicht so krass Bock drauf, so machen es halt, weil sie es mir zu lieb machen und weil ich sie halt zu zwingen, weil ich halt gesagt habe, macht euch die Schläge. Ja, schon, so. Natürlich. Deswegen bin auch ich euch da, helft mir. aber das freut mich halt, weil dann gibt es endlich mal wieder Games, wo ich vielleicht sage, die hätte ich mir sonst nicht geholt, oder wir beide wahrscheinlich, wo man sagen, alleine ist halt
Quatsch so und ja, aber wir müssen wissen, so wir sind beide am Start und haben beide mega Bock Ja. drauf, da würdest du ein paar Games zocken, wo man halt im Koop halt einfach sinnvoller sind oder Ja. halt auch irgendwie online oder so. Die dem Kanal gut tun und Genau, so. der Kanal natürlich ein bisschen pushen, natürlich auch Ja. nicht schlecht, aber zu zweit ist eigentlich immer cooler so. Also ich Ja. glaube, ich gucke mir fast nur noch Let's Plays an, die mit mehreren Leuten sind so. Also ich persönlich so, ich finde es halt mega cool, wenn dann irgendwie so eine gute Flow entsteht, so, Ja. wenn da so eine schöne, wie sagt man, ja, wenn halt die Leute sich cool verstehen und da irgendwie sich da gegenseitig ein bisschen geneckt wird oder halt irgendwie coole Ja. Sprüche rausgeballert und so, Ja, das das macht halt in stimmt. manche Box und da entsteht was Schönes eigentlich immer. Also mal alleine, natürlich eignet sich halt nicht jedes Spiel dafür, das ist auch ganz gut, weil also mein Spiel kann man nur alleine spielen, Klar. aber selbst Spyro oder so mit Svenja macht mir mehr Spaß zu zweit, auch wenn Ja, Svenja schon. manchmal gar keinen Bock hat, so, aber trotzdem entsteht da halt immer Sieht man was kaum. Cooles. Ja, schon. Nee, also selbst da Ja. macht's mir Bock so, weil das halt irgendwie, weiß nicht, zu zweit ist halt immer cooler, wenn man da Ja, es macht irgendwie ein immer mehr bisschen miteinander Spaß. labern kann und so und ein bisschen Spaß haben und so. Na. Deswegen habe ich da auf jeden Fall Bock drauf und ich glaube, dass wir uns eigentlich groß und ganz nicht in die Quere kommen werden mit den Spielen, weil Das denke ich auch dafür haben nicht. wir dann doch groß, also nicht, man kann so krass unterschiedliche Geschmack, aber wie gesagt, so ein Final Fantasy würdest du wahrscheinlich eher eh nicht spielen, so Nee, auf gar normalerweise. keinen Fall, ne. So gut, so ein Kingdom Hearts könnte ich mir jetzt auch vorstellen, aber bin ich jetzt persönlich auch, Svenja, glaube ich, schärfer drauf als Sven ja ich. wahrscheinlich eher schärfer drauf, ja, genau. Aber ja, da gibt es auch schon ein paar Sachen, ein paar Ideen in meinem Kopf, die ich habe für gerade so einen Fall, dass wir doch beides gleiche Spiel spielen. Habe ich aber, also wie Okay. gesagt, das würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, deswegen, Okay, nachher dann mal, das würde aber mich interessieren. da werden wir auf jeden Fall noch tiefer eingehen. Ja, also wie gesagt, da wird auf jeden Fall einiges kommen, hoffe ich mal. Und vielleicht auch mal nochmal ein Beef, habe ich auf jeden Fall Bock. Ja, Du musst Beef, ja. das hat bisher immer richtig Spaß gemacht, war jetzt auch an zwei Stück dabei und ich konnte natürlich endlich mal ein Beef-Battle gewinnen. Ja, Also ich war den Beef-Champion und habe den Banana Award gewonnen. Mann, Den könnt ihr euch in einem anderen Video vom Tobi mal reinziehen. Hat echt Mann, Spaß gemacht für die Leute, die Beef nicht kennen. Viele bekloppte Leute spielen viele bekloppte Spiele und der, wo am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. schon, Und das schon. Ganze sind kurze, knappe Spiele, also wirklich, da geht's ratzfatz, zack, zack, ein Spiel nach dem anderen. Ja, vor allem Red Faction war richtig Genau, vor kurz und allem Red knackig. Faction, ja, das kann halt auch mal Ausmaß Ja, nehmen, das war wenn ein man bisschen. falsche Berechnungen an den Tag legt, wenn man sagt, ah, maximal eine Runde, 30 Sekunden, dies und jenes, und am Ende gibt es eine mögliche Spielzeit von 5 Stunden, Das war übertrieben halt ein gesagt, bisschen. ja. Aber so genau das ist wieder der Punkt. Macht man sowas und dann merkt man halt, okay, das Spiel lasse ich vielleicht mal lieber raus Ja, oder genau. dann überlege ich mir doch mal ein bisschen genauer Ja. solche Sachen. Eben nochmal besser oder genauer nachzurechnen, weißt Genau, du? Das sind genau. dann die Dinge, aus denen lernt man, oh Scheiße, Genau, jetzt haben wir genau. an einem Spiel 2 Stunden, das ganze Beef hat irgendwie bloß 6 Ja. gedauert. Dann weiß man, okay, das nächste Mal rechne ich wirklich alle theoretische Möglichkeiten aus, die Ja, auftreten könnten. Und ja, so kommen wir der Million einen Schritt näher, ne, ne? das würde ich auf jeden Fall öfters mal machen. Auf jeden Fall können wir uns auch mal abwechseln oder so, dass, wenn du auch Bock drauf hättest, sowas Klar. zu machen, dass wir das Ja. dann mal über deinen Channel machen oder ja, abwechseln halt einfach. Klar. Theoretisch können wir sogar beide gleichzeitig laufen lassen, schätze ich. Würde mit Sicherheit auch funktionieren, ja. Kann man, glaube ich, eine Playstation mit zwei Capture-Karten theoretisch capturen, wenn das Ja. funktioniert. Also eigentlich müsste es funktionieren. Also ich Ja. habe mir das letztens schon überlegt, eigentlich müsste es gut funktionieren, sogar, dass man so beide gleichzeitig streamt oder so. Wenn wir sogar nur Aus. live streamen wollen, kannst du sogar beide YouTube-Kanäle einfach hier Ja, verlinken, schon, weißt du, und schon. dann wird es auf beiden gleichzeitig Das kann gestreamt. man eigentlich auch Von machen. Also wie daher. gesagt, ja, und wie gesagt, so ab und zu mal vielleicht noch eine Runde, so eine einzelne Runde oder so reinballen zum Beef. Ja. Also nicht nur immer so ein komplettes Event rausmachen, sondern mal Ja. so einzelne Spiele oder so rauspicken Ja. und das fertig spielen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So Best of Beef, so die einzelnen geilen Spiele, die uns Schon, beim schon. Beef richtig Spaß gemacht haben, dass man sagt, hey, komm, wir treffen uns mal zum Zocken eine halbe Stunde, nur dieses eine Game, da Genau, hatten wir so viel genau. Spaß dran und so, finde ich auch ganz cool. Ja, das können wir mal machen. Und da gab es schon das ein oder andere Spiel, wo man sich vielleicht als mal etwas mehr reinfuchsen musste, gerade mit Inxplosion jetzt hier, wo der Fall aufgetreten ist beim Beef. Total keinen Plan gehabt, wie das Ding funktioniert. Mit Ach und Krach irgendwie Zweiter geworden, glaube ich. Ja. Und dann habe ich da mal spaßeshalber geschaut, für Trophäen braucht man dann irgendwie 100.000 Punkte und habe gesagt, komm, lädst du das Spiel mal runter. Und nach 20, waren das so 20, 30 Minuten, wo ich dann gespielt habe, da warst du dann so in dem Game drinnen, da hat es auf einmal richtig viel Spaß gemacht zu spielen. Und das erlebst du halt bei dem Beef daneben nicht. Und da ist es vielleicht ganz cool, wenn man sagt, hey, das eine Spiel, das hat mich so geärgert oder das hat mich so gereizt, lass uns das mal spielen. Und dann trommeln wir einfach mal die ganzen Leute wieder zusammen und zocken wieder mal so vereinzelt die Spiele, ohne mal so ein riesen 6, 7, 8 Stunden Event zu starten, weil ich glaube, das ging auch jetzt wieder 6, 7 Stunden so, Naja, ne? 6,5, glaube ich, oder so, um den Dreh Das ist durfte halt dann es doch fliegen. recht viel. Das kannst du auch nicht jeden Samstag bringen und so. Und da schon Nee, auch. einmal im Monat was zu finden, einen Termin wäre schon, ja, sehr sportlich, weil trommel mal 4 Leute gleichzeitig Das ist zusammen, genau der plus den Punkt. Leader noch und so. Genau. Und ja, eben.
Nee, also da muss man auf jeden Fall. Also wie gesagt, hier, dadurch, dass ich jetzt hier auch ein bisschen von Technik her ein bisschen besser aufgestellt Ja. bin. Das hat aber letztes Mal richtig gut funktioniert. Ja, hat gut funktioniert, Gerade ja. mit dem Umschalten dies und jenes und Ja gut, ich so. habe da ein paar Mal verpennt, aber das kommt halt auch vor. Ja, Muss gut. mal ein bisschen, ja wie gesagt, aber jetzt nochmal, also jetzt durch Streamlabs und so, hast du nochmal ein paar Möglichkeiten mehr. Finde ich Ja, ganz cool auf jeden ja. Fall. Und auch mit den Mikrofonen, mit der Mikrofonstellung kannst du nochmal ein bisschen mehr machen. Und Kameras, pipapo. Da kann man es auch hier dann schön im Zimmer machen. Muss man nicht die ganze Technik wieder ins Wohnzimmer rüber Nee, schleppen, nee. weißt Vor allem hast du hier ein richtig geiles Stockerzimmer, du? ne? Ja, schon, Also. dann lohnt sich's auch, mal wieder das zu nutzen, richtig, weißt Ja, auf jeden Fall. du? Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also, ja, hauptsächlich auf jeden Fall Gaming, klar. Also, das Ja. ist ja so unser absolutes Steckenpferd bei uns beiden und auf jeden Fall der Hauptaugenmerk liegt darauf, so auf Gaming. Also ich würde auf jeden Fall das mit dem Podcast auf jeden Fall immer regelmäßig auch versuchen zu machen. Ich wackel hier schön mit dem Ding rum. Podcast finde ich immer ganz nice eigentlich so. Ja. Höre ich ja selber privat auch mega gern. Gerade auf Arbeit ist optimal, nur was zu hören, Ja. aber man kann es ja auch sehen, also von daher Ja. passt es Ich muss auch. sagen, ich bin nicht so der große Podcast-Fan. Ich habe damals das Podcast von dir, wo du mir geschickt hast, klar, natürlich dir zuliebe gehört, bin nicht so der große Fan, habe mich dann eher darüber gefreut, als das Video auf YouTube hochgeladen wurde, weil ich mag es lieber, sich mit den Personen, die höre, auch visuell identifizieren Ja, zu schon, schon, können. schon, Das schon. Ja. ist für mich ein bisschen ein persönliches Gefühl, auch wenn ich dich und Alex jetzt kenne oder Genau, so, du. aber ein Bild vor Augen von den Leuten, die hinterm Mikrofon sitzen, macht es den Zuschauer, glaube ich, Deswegen, leichter. genau, ja. Deswegen habe ich es auch so gleich von Anfang an so gesagt, dass ich, wenn ich einen mache, dann will ich auch mit Bild einen Ja, machen. So einfach. das Ich habe ist vor gut, allem das haben ist wir auch die gut. Möglichkeit, wie jetzt hier zum Glück jetzt nur so klein, ich habe im Bisschen Logo Stuff und ja. ein Binden oder so. Oder Eben. das letzte Mal habe ich auch beim Pokémon-Dings da halt das Pokémon im Hintergrund laufen Stimmt, lassen. ja. So Sachen, das will ich halt auch noch paar. Hast du dann Also, doch den Greenscreen? ja, da habe ich Grünschienen Ich wollte angehabt, das mal ja. berichten. Aber wie gesagt, das ist halt immer. Hängt vom Thema halt auch ab. Wenn man jetzt hier so, hätte ich jetzt auch irgendwie ein random Video im Hintergrund laufen lassen können, hätte aber auch keinen Mehrwert gehabt. Ja. Da lasse ich lieber mein schönes Nerd-Stuff hier im Hintergrund Ja. zeigen, ne? Ja, was sonst noch? Ich habe auf jeden Fall Bock auf ein paar coole Koop-Games, ey. So, nachher, also, sagen wir, zocken nachher erstmal auf jeden Fall ein bisschen IDF, ja, Mann. Ja, ich IDF. hoffe Oh, halt nur, Mann. dass von der Zeit her, dass wir da auf jeden Fall genug Zeit finden. Ey, das ist halt immer die Problematik, dass wir halt auch unterschiedlich arbeiten. Also ich jetzt auch zweischichtig arbeite und Ja. dann dadurch halt ein bisschen weniger Zeit habe. Aber versuche mal auf jeden Fall, wenn ich Frühschicht habe, dass ich da. Ja, da müssen wir uns abends zusammenraufen. Also ich bin Genau. ja durch Normalschicht eigentlich abends immer. Schon, schon. Ich hänge so Deswegen. oder so an der Playsee rum abends. Von daher, ob ich dann jetzt noch nebenher stream mit dir oder so. Deswegen, also abends bin ich eigentlich grundsätzlich immer erreichbar. Und wenn es mal nur für eine Stunde ist, weißt du, dann macht man mal. Ich bin kein Fan von festen Terminen so, aber zum Beispiel, ich will jetzt keinen regelmäßigen Standardtermin einstellen, dass wir sagen, oh, jeden Montag um die und die Uhrzeit wird gezockt. Das funktioniert bei mir nie. Das Ich bin da zu beschäftigt, nicht zu beschäftigt, aber ich nehme immer wieder Termine an, wo ich sage, ah ja, komm, lass mal da was machen und da genau, was machen ja. und dann verschlucke ich den einen oder anderen Termin. Deswegen, aber wenn man da morgens mal schreibt, hey, wie sieht's aus heute Schon, Abend, schöne schon. Runde Zockenstunde und dann sage ich, klar, habe aber Abend eh nichts vor, passt, kriegen wir hin oder so. Und ja, mit der Spätschicht müssen wir es ein bisschen mal aufs Wochenende verlegen und so, aber. Da würde ich wahrscheinlich eh dann streamen und so, aber dadurch, dass du da dann früh raus musst, würde ich wahrscheinlich dann eher wahrscheinlich alleine was machen Da in der macht jeder Spätschicht. sein Genau, in eigenes der Ding und Spätschicht dann auf so. jeden Fall. Es ist ja jetzt keine Pflicht, dass wir jetzt nur noch zusammen machen. Es ist einfach Genau, nur eine. nee. Ja, wir Ein haben uns gegenseitig, Mehrwert. wir sind beste Kumpels, man kennt sich schon lange und Ja, wir haben schon. jetzt die beiden Hobbys, Interessen. Klar, Zocken ist schon eh und je, aber jetzt komme ich halt noch mit dem Streaming dazu und deswegen bietet es sich halt an, da Ja, natürlich was auf jeden zusammen zu Fall, auf jeden machen. Fall. Sowohl einzeln zu supporten, als auch mal eben zusammen was zu spielen. Und Ja, ja, schon. und sei es jetzt mal, ob wir bloß online was zusammenspielen, was auch cool ist, oder ob ich als mal vorbeikomme oder du bei mir Genau, genau, vorbeikommst und wir genau. so wie jetzt gerade nebeneinander sitzen und mal was zocken. Ich hätte auch mal Bock auf ein Splitscreen-Spiel, aber ja, Ja, wie gesagt, also. hat sich schon fast erledigt. Ja, Also, gut, Splitscreen ist falls halt ihr immer gute Splitscreen-Spiele die findet, ein, sei zwei es Stück. Rennspiele oder was auch immer, Ja, unten in die genau, Kommentare. Rennspiele hinzufügen, finden. Also, Ja, das und gibt's sowas einfach macht nicht man mehr. nicht, gell? Nee, mal, Das also. macht gar keinen Sinn. Ein Splitscreen-Rennspiel, uiuiui. Das wäre was Neues. Nee, also da hätte ich manchmal wieder Bock drauf jetzt, wo ich sage, Ja, weißt du, Splitscreen, wie geil war das früher? Need for Speed Underground 2, da kommt her, hast du zu viert, glaube ich, sogar Need for Speed spielen können, ey. Und heute nur noch online, nur noch online. ist echt ein bisschen traurig. Ja, und dieses ganze Streaming, was die Leute machen, alles online, online, uiuiui. Früher schon eine Videokassette aufgenommen, deine Ach so, ey. Gameplays. Genau. Keine Ahnung. Ja, und zu meinem soll auch nicht nur Let's Plays geben. Ich habe auch Bock auf, ja, wie soll ich es nennen? Ich habe es vorhin gespeichert, aber Real Talk genannt. Jetzt Real Talk im Sinne von
Ich habe eine coole grüne Couch, die das Logo schon halber verraten wird und wie man auch auf meinem Kanal... Psychologe-Couch. Ja, also genau so. Psycho-Couch. Miguel hat sie Promi-Couch genannt. Also es gibt schon diverse Namen und Begriffe für die Couch. Ja, und zwar möchte ich auch gern Freunde einladen auf meine Couch und mit denen uns unterhalten über Themen. Themen, sei es Spiele, über Erfahrungen, wie hat dir das Game gefallen, naja, über Previews, weißt du. Einfach mal so, wie wir es hier gerade machen, dass man mal ein richtig großes Bild von den Leuten hat, die spielen und ja, und es muss jetzt auch nicht nur ein Spielethema sein, sondern, ja, ich will jetzt nicht anfangen mit Gott um die Welt oder so, Religion und so ein Gedöns, aber über alltägliche alles, Dinge, alles Mögliche. Zu auch, Podcast, ja, ich auch im Endeffekt. Genau, so wie dein Podcast eben auch über verschiedene Themen darstellt. Klar, soll es alles irgendwo in die Richtung Gaming gehen. Wird es ja automatisch, weil wir halt das machen. Also richtig, das ist immer automatisch richtig. Und so, dass unsere Themengebiete halt sich darauf eigentlich fokussieren, also genau mal Filme sein oder so, schätze ich mal. Ja, bei genau. Mir auch wahrscheinlich. Sowas. Oder halt auch mal, auch wenn mal tiefere Themen, das kommt dann wie gesagt drauf an. Also ich will mich ja auch offen halten, sodass ich sage, jetzt wenn mal ein anderes Thema sein sollte, dann sage ich, nee, weil das passt jetzt nicht zu meinem Channel, so das will ich auch nicht machen. So. Ja, ja. Weil im Endeffekt, sobald wenn es mein Thema ist, ist auch mein Channel so, weißt du? Richtig. Und bei dir wird es wahrscheinlich genauso sein, dass wenn du mal Bock auf ein Thema hast, das ein bisschen deeper ist, wenn du sagst, ey, keine Ahnung, ich habe gerade momentan ein bisschen Probleme irgendwas mit irgendwas, dann will ich darüber sprechen gerne oder so. Dann machst du es so, das ist ja dein Ding, so weißt. Ja, genau. Deswegen, also es soll nicht nur Let's Plays geben, sondern so wie hier eben bei 7Z Gaming auch Let's Plays, Livestreaming und aber auch einen Talk, wo man einfach nur mal zuhören kann. Was machen, was treiben die Jungs oder so, was sind denn ihre Hobbys und so. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal so, was ich mir auch gut vorstellen könnte, so, ja, jetzt keinen täglichen Tagebuch-Vlog, wie man das heißt, Vlog ist das, glaube ich, Video-Vlog, wie auch immer. Und einfach mal sagen, wie war der Tag? Was habe ich heute so getrieben oder so? Was hast du umgetrieben oder so? Genau. Mal eine Runde telefonieren auf Lautsprecher, weißt du, so solches Zeugs, was auch Leute sehen wollen und weil mal. Und Pranks. Ja, genau, ganz kleine Pranks. Abwechslung. Pranks sind so ganz wichtigste Erfindung. Kanal zu Pusche brauchst Pranks, Alter. Ohne Pranks geht halt nichts, Alter. Genau. Also einfach solche Sachen. Ja, schon auf jeden Fall. Fände ich auch ganz cool. Ja, ich glaube, wir halten unseren Kanal allgemein ziemlich offen. Also klar, das Hauptaugenmerk liegt auf Gaming. 75%, sage ich, ist Gaming, Minimum Spiele und. Und alles andere ist halt immer so, worauf wir halt gerade Bock haben. Und das ist halt, glaube ich, ich finde es auch mit das Wichtigste eigentlich. Genau, die Leute, die ich aktuell oder die ich immer über die Jahre hinweg schon verfolgt, sind immer Leute, die genau das tun, worauf sie halt Bock haben. Und ich jetzt sage, oh, gerade momentan gibt es bei der Amis denn gerade irgendwelche Pranks mit irgendwelchen Tussis, die sich Goldtigger-Tussis oder sowas machen, wir das ein Prank mit so einem fetten Auto oder so, echt? Was ständig halt viral geht. Und es geht viral, mache ich jetzt einfach mal nach, so Upload-Scheiße oder so ein Dreck, ja. Das wollen wir hier einfach nicht, sondern wir machen einfach was, worauf wir Bock haben. Richtig. Und wohin wir auch stehen, so, weil ich mache immer mal ein Unboxing-Video oder sowas, weil ich halt gerade drauf Bock habe, so, weißt du? Welche ich auch ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Also die habe ich mir immer gerne angeschaut. Ja, das ist halt auch so Sache, das geht halt immer, das sind kleine kurze Videos, die kann man sich mal kurz reinziehen und da hat keiner irgendwie, also braucht man, ja, das ist ein Mehrwert, aber muss ja auch nicht reinziehen unbedingt oder es schadet keinem, weißt du? Es macht ja nichts kaputt oder so. Ja. Das kann man halt mal machen so nebenher. Das, Und selbst wenn es nur für etwas ist, ja, das habe ich jetzt von gestern von irgendeinem Video übernommen, aber fand ich eigentlich ganz cool, selbst, ich weiß nicht, wer hat denn das gesagt? Mein Werbeträger wollte ich gerade Werbeträger. Und selbst wenn man wenig Zuschauer hat oder so, dann ist es. Dann fände ich es selbst für mich selber cool, wenn ich irgendwann mal nach 5 oder nach 10 oder nach 20, 30 Jahren mir die Videos reinziehen kann und sage, ey, cool, guck mal, so ein Zeugs habe ich damals gemacht oder so, weißt du, so sah ich früher aus, so habe ich früher gesprochen, genau. Solche Sachen habe ich getragen, während ich Videos ins Internet gestellt habe und ich denke, es ist schon eine große Überwindung, Gesicht zu zeigen. Das ist auch das, was ich gestern mit Miguel besprochen habe. Also es ist leicht, was hochzuladen mit Mike, aber ein Gesicht dahinter sehen zu können oder zu zeigen, ist schon schwierig. Und das jetzt einfach mal drauf loszumachen mit den Dingen, mit den Themen, die man einfach selber mag und worauf man gerade Bock hat, einfach ins Netz zu stellen und dann sagt, okay, gut, nach 10 Jahren, ey, geil, guck dir mal kurz an, was wir damals gemacht haben. Genau. Und so. Selbst dafür, fände ich, lohnt sich das schon, weißt du? Auf jeden Fall. Und wenn es nicht mit der Million wird, sondern weniger oder gar nichts, dann ist es trotzdem cool. Also, wir haben Bock drauf, wir machen das jetzt. Ja, schon. Und sonst sagen wir in 10 Jahren, ach Gott, stell dir vor, hätten wir doch mal damals Videos gemacht oder so. Und deswegen. Ja klar, das widerspiegelt dich halt auch, also du kannst ja dann in verschiedene Phasen dich auch selber sehen, das finde ich auch, wie du sagst, sehr interessant, dass dann halt ein bisschen gucken kannst, oh, guck mal, das hat sowas, das hat sowas, genau, und dass er sagt, ja, da ging es scheinbar nicht so gut aus, und das sah ein bisschen fertig aus mit dem Video, und dann weißt du, kannst du dich wieder zurückerinnern an diese Zeit, wo du das Video hochgeladen hast, also das ist echt ganz cool, das ist schon fast wie ein Tagebuch für dich selber auch schon, so. Eigentlich, Also, ja, da kannst du dich auch nochmal
reflektieren teilweise auch, also wenn du es nochmal reinziehst und sagst, okay, das könnte ich besser machen, ja, da könnte ich vielleicht meine Haare ein bisschen anders hinstellen oder so. Ja, also ja, genau, keine Ahnung, also solche Sachen kannst du natürlich auch, also das ist absolut, ja, absolut richtig. Und deswegen, ich finde auch wichtig, dass man sich auch Mühe gibt, auch wenn man jetzt wenig Zuschauer hat. Also bei mir ist es ja auch so, ich spiele mal nicht für 1000 Leute so, also bei mir ist es momentan einfach nur, also für mich, ich mache es eigentlich fast nur für mich. Ja. Kommt, ab und zu guckst du zu, ab und zu ein paar andere Leute noch so, wo ich kenne eigentlich auch, aber du solltest trotzdem so gut machen, wie du es kannst. So. Also wenn ich jetzt sagen, ja gut, guck eh keiner zu, dann mache ich halt nichts, dreh Däumchen und drück so ein Furzit durch die Gegend, so, weil eh guckt eh keiner an. Sondern halt, Herzblut. Das ist halt, ja, ist schon, wir stecken halt Herzblut rein halt, und... Du machst ja im Endeffekt, weil du Bock drauf hast. Ja. Und wenn du dann nur so halb gerade das machst, dann brauchst du auch nicht machen. So, dann, ja, also wie gesagt, wenn du Bock drauf hast, machst du auch richtig fertig. Und so wie wir sind, wenn wir uns irgendwas vorgenommen haben, dann, ja, ich würde jetzt nicht sagen, tun wir es immer durchziehen. Meistens. Ab und zu nicht so 100 Pro, aber gerade beim Gaming, mein... Wie lange macht man das? Wie lange zocken wir schon immer, was man denken können? So das ist, also, seit ich im Kindergarten bin, habe ich schon eine, was waren das damals? Ich sag, ich vergesse es jedes Mal, so blöd klingt, das ist meine erste Konsole gewesen, dass ich auch stehen. Ja, ja, du meinst, Die Main, nein. Die Mega Drive, Doch, war es die Mega Drive? Doch, das war die Mega Drive. Die schwarze mit der blaue. Die Zweier war das. Die Mega Drive. Die genau. Mega Drive 2, die mit dem roten noch. Die rote, die ein bisschen länger, also das ist nicht die, sondern das ist die zweite Version davon, die ein bisschen länglicher ist. Ja, genau. Passt schon. Ja. Passt schon. Glaubt uns eigentlich. Glaubt uns, ja. Diese Nintendo Mega System Drive. Ist das genau. Ja, Mann. Die Sony Nintendo. Sony Nintendo. Deswegen, seit eh und je sind wir beide am Zocken. Und du zwar erst seit gestern und so, aber. Ja, aber seit gestern habe ich alles nachgeholt. Das genau. Die ganzen 3000 Videos schnell hochgeladen. Schnell hochgeladen. Ja. Ja. Langsam, ja. Ja. Lange Pausen im Podcast, kommt immer gut. Ja, Mann. Darauf erstmal einen Schluck Bier. Mhm. Karamals, natürlich alkoholfreies. Was sonst noch? Es soll natürlich nicht nur dich und mich geben, sondern wir haben da auch noch einen guten Kumpel. Ich nenne ihn mal jetzt nicht bei Namen, ich glaube, ich habe es vorhin schon Namen genannt. Aber man weiß jetzt nicht, wer es ist. Ich nenne ihn mal, sein Künstlername ist Vash. Er macht ein bisschen Musik, ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, tut nicht eigene Musik machen, er tut Musik covern und mit dem natürlich auch eine kleine, in Anführungszeichen, Kooperation machen, weißt du, dass wir einfach mal seine Musik nehmen, die in unsere Videos einbinden, weil ich denke, da werden wir rechtlich keine Probleme bekommen bezüglich GEMA, weil es ja eigentlich nur Covers sind, vermute ich mal, und teilweise Akustik-Piano-Gedöns, was aber sehr gute Musik ist, muss man dazu sagen, also, ja, und auch ihn, beziehungsweise er macht YouTube-Videos mit Gesicht, also auch er zeigt sich vor der Kamera im Internet und postet und teilt dies auf jeglichen Social-Media-Netzwerken und mit ihm zusammen wollen wir natürlich auch uns gegenseitig ein bisschen pushen, hochdrücken, das heißt, wir, wie schon gesagt, wir nehmen seine Musik, binden ihn ein, wir laden ihn mal ein zum Quatschen, vielleicht über seine Musik dann auch, wie es gerade bei ihm läuft, gab es Pausen oder wie hat er angefangen, könnte auch ein Thema sein für einen Podcast oder für die Couch, wie auch immer. Und ja, genau, das ist, da habe ich auch mit ihm gestern gesprochen und er ist auf jeden Fall voll am Start. Er hat da so seine Regeln, an die wir uns halten und. Ja, auf jeden Fall, also das ist ja kein Problem. Ja, das. Aber also Gastauftritte wird es auf jeden Fall immer wieder geben bei uns beiden, glaube ich. Also ich habe auch, hab auf jeden Fall, klar, die üblichen Verdächtigen sind wahrscheinlich immer am Start. Also Sergio war ja letztes auch bei mir schon im Stream mit drin. Bei Onrush habt ihr gespielt. Onrush haben wir gezockt, gesehen, genau. Ja. Alex war ja auch schon jetzt öfters mal drin, Dark Souls, Pipapo, whatever, auch Podcast und so. Du natürlich sowieso, ja gut, das steht außer also vor, meine Freundin ja auch. Ja. Und vielleicht sogar noch Marco, hat er auch schon ein bisschen sich angemeldet, dass er da ab und zu gerne was machen will, was Fortnite angeht, so ein bisschen vielleicht. Und ja, ich habe auch noch einen Kumpel, der Musik macht. Bravi Lopov nennt er sich und ist auch auf YouTube oder auch auf Soundcloud und so unterwegs auf jeden Fall. Macht echt coole Musik, macht so Elektro. Macht auch alles selber, ist auch selber DJ und so. Also der hat es richtig drauf. In dem Sinne Musik darf ich auch seiner Angabe nach zumindest, ich habe dich gefragt, verwenden. Und war's schriftlich? Ja, ich habe es absolut schriftlich. Okay, gut, beim Notar habt ihr es auch alles. Genau, alles okay, hundertprozentig gut. Safe. Gut, also, würde ich auch machen. Die Anwälte haben alles gut durchgecheckt. Nee, also den würde ich auf jeden Fall auch ab und zu mal vielleicht einspielen. Ich weiß nicht, ob der großartig Bock hat, mal mit hier reinzukommen. Weiß ich nicht. Muss ich mal fragen. Aber zumindest seine Musik würde ich ab und zu mal vielleicht bei meinem Channel hören, so als Lückenfüllermusik. Oder auch, keine Ahnung.
Sonst irgendwo vielleicht. Ja. Bei GTA habe ich GTA zocken als Musik so im Radio. Ja, sonst, wie gesagt, also ich glaube, genug Leute, wo Bock drauf hätten, so ein bisschen mitzumachen, also haben wir auf jeden Fall auch. Ja. Zumindest zum Einbinden, auch wenn die selber nicht großartig Bock haben, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen oder so. Muss ja nicht jeder einen eigenen YouTube-Kanal machen, um bei dir oder bei mir zu landen. Genau, also. Ja. Nee, das ist ja auch, also hat nicht jeder die Zeit und die Muse und wie gesagt, auch das Equipment dafür und so, deswegen ist ja auch sinnvoll, dass man dann vielleicht sagt, ja komm, darfst deine Videos gerne bei mir oder so mit reinballern oder zumindest oder bei mir mit rein. Und wenn du einen eigenen YouTube-Kanal hast, kannst du zu mir kommen und bist da ein bisschen supporten oder sowas. Ja. Oder ich supporte dich halt oder ein bisschen außen zu tragen in der Öffentlichkeit. Und ja, also wie gesagt, das war eigentlich schon im Großen und Ganzen das, was wir vorhaben. Ja. Und wir hoffen, dass wir da jetzt irgendwie ein bisschen vorankommen auch, was jetzt so ein bisschen Klicks oder so angeht. Natürlich wird es uns freuen, so einfach. Klar. Also es ist natürlich, wäre natürlich gelogen, wenn wir sagen, ja, uns ist egal. Natürlich. So, also das ist natürlich immer so. Es ist natürlich nicht, also uns ist es nicht egal. Nee, also natürlich freut man sich, wenn man halt irgendwie auch ankommt und wenn es Leute gefällt, was man macht so. Weil wir gehen zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Wir machen Videos, stellen sie auf YouTube, um Klicks zu bekommen. Also das ist ja das Normalste auf der Welt. Deswegen haben wir da auch Support von euch natürlich. Also wenn euch so ein Video mal gefallen hat, nicht nur das jetzt, sondern jegliche andere, einfach mal liken oder mal teilen, den Kanal teilen und so. Kommentiert auch gerne, was euch nett gefällt, wenn ihr sagt, ey, euer Sound ist zu leise oder irgendwas ist halt nicht... Kritikfähig sind wir. Auf jeden Fall. Vor allem ist halt Kritik ist ja auch gut für einen, weil daraus kann man halt am besten lernen. Wenn man gar keine Kritik kriegt, dann fühlt man sich, also dann denkt man, alles ist gut so. Ja. Weißt, man muss auch wissen, hey, das passt nicht so, dann ist entweder alles gut oder man hat keine Zuschauer. Genau. Deswegen. Also von dem her wird man auf jeden Fall freuen, wenn es da irgendwie ein bisschen anläuft und es muss jetzt keine Million sein oder so, aber halt so einfach mal peu à peu, das natürlich wächst es so, braucht es halt seine Zeit, bis es wächst und ich sag, momentan monetarisiert ja keiner von uns irgendwie seinen Channel noch. Nee. So von dem her verdienen wir auch damit kein Geld oder so, sondern ist es eigentlich eher mehr Hobby, momentan nur ein Hobby und der Anlauf, wenn es dann irgendwann mal, wenn man dann irgendwann das so weit kommen würde, dass wir daraus Geld schöpfen können, dann wäre natürlich umso geiler, aber das wird wahrscheinlich noch ein weiter Weg sein und wenn es überhaupt irgendwann mal möglich ist, das weiß man heutzutage nicht, YouTube ist auch momentan ein bisschen schwieriges Thema, sag ich mal, auch bei einer alteingesessenen YouTuber, so, da hört man auch viel Kritik und ist nicht so einfach alles und muss man sich dann natürlich auch mit befassen, aber wir wollen uns jetzt auch nicht den Spaß davon nehmen lassen, dass wir sagen, wir müssen da jetzt ganz dringend Geld mit verdienen oder so, das ist ja der Punkt, dass wir jetzt sagen, wir machen das aus Spaß und der Freude und jetzt nicht irgendwie am Geldmann oder so, wir haben ja gute Arbeit, sind ja auch zufrieden mit der Arbeit, also ist ja alles in Ordnung, aber das Ganze nebenher ein bisschen hochzuziehen, versuchen aufzubauen. Ja, es macht uns halt Spaß und ob sich davon jetzt, ich setze mir einfach mal so als Ziel, ich meine, man braucht ja auch Ziele, realistische Ziele, um ein bisschen den Ansporn zu bekommen, weiterzumachen und so. Und ich sage jetzt einfach mal, mein Ziel wäre es, Ende 2019 oder sagen wir genau in einem Jahr, nächstes Jahr sitzen wir wieder hier, quatschen uns über unser Ziel und ich sage jetzt 500 Abonnenten. Mhm. Das wäre einfach mal mein realistisches Ziel, wo ich sagen könnte, hey, das könnte ich schaffen mit Facebook, Freundesgemeinschaft und so weiter und natürlich auch ein bisschen Unpropaganda und ja, also ich sage mal 500, das wäre jetzt mal für mich eine gute Zahl. Ja, absolut, also ich glaube halt das Wichtigste daran, ja klar, also so, man muss halt bloß den Fuß reinbekommen. Ich glaube, wenn du mal ein gewisses Grad an Fame hast, wenn du halt so ein bisschen schon, also 500 Follower hast, die dann so ein bisschen das nach außen tragen, weil das potenziert sich ja natürlich relativ schnell, wenn dann mehr davon erfahren so. Ich halt glaube, es ist einfach wichtig, dass du regelmäßig einfach deinen Stuff hochlädst. Ja. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtigste, auch was der Algorithmus und so angeht, was du immer wieder hörst, dass wenn du jetzt mal einen Tag, also je nachdem, wie oft du halt was hochlädst, wenn du sagst, du lädst einmal eine Woche was hoch, wenn du mal eine Woche nichts hochlädst, dann ist halt vorbei, dann hast du das schon mal verkackt. Ja. Das sind lauter solche Sachen, die musst halt lernen. Und du musst halt wissen, damit umzugehen. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da jetzt irgendwie so eine Basis schafft, so ein bisschen auch vorproduzieren kann oder sowas, dass man sagt, ey, dass da regelmäßig immer was kommt, was mir auch schon über die Jahre öfters mal ein Problem war, weil einfach Zeit nicht da war, die Lust nicht da war, vielleicht auch die Energie nicht da war, so, weil man halt irgendwie ausgelaugt war von der Arbeit oder von sonstigen Sachen. Ja. So. Und manchmal war auch vielleicht Technik nicht mehr da oder so, oder hast halt sonstige Probleme gehabt, so, das kann ja alles sein.
Und deswegen, ich halt glaube, das ist echt wichtig, dass man da jetzt einfach dran bleibt und halt das auch wirklich durchzieht bis zu einem gewissen Punkt. Das muss jetzt nicht jeden Tag ein Video rausballern und so. Nee. Aber es ist auch mit Arbeit einfach fast nicht vereinbar. Ja. Also das ist halt schwierig, da jetzt irgendwie. Ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, es steckt viel mehr dahinter, wie einfach nur einen Recording-Button zu drücken, Genau, ja. aufzunehmen und hochzuladen, sondern es muss geschnitten werden, es muss bearbeitet werden, Tonspuren müssen zusammengelegt werden unter Umständen, je nachdem, wenn man auf mehreren Spuren aufnimmt. Lautstärke müssen angepasst werden. Also es hat schon ein bisschen mehr Aufwand, es steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und da tagtäglich jetzt irgendwie ein, zwei Videos rauszuballern, ist Schon, schon. schon sportlich. Und wie gesagt, man geht ja auch zur Arbeit, man hat ja auch noch soziale Tätigkeiten nebenher, also Freundin, Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte und genau. so weiter. Und auch Haushalt, also der Haushalt muss trotzdem gemacht werden, es Genau, muss genau. eingekauft, gegessen werden, also Und andere Hobbys sind auch noch da. Das das ist ist ja auch noch das. so. Du willst ja auch nicht alles. Andere Hobbys? Ja, die anderen zwei Hobbys sind auch noch da. Nee, aber will ja auch noch. Also ja, wie gesagt, du willst ja auch nicht alles andere vernachlässigen, nur Richtig, dafür. richtig, ja. Wobei ich jetzt auch schon, also ich vernachlässige schon viel anderes jetzt momentan dafür. Ja. Aber auch schon mit Svenja darüber geredet, dass ich halt gesagt habe, so ich entschuldige mich im Voraus schon mal dafür, dass ich jetzt weniger Zeit für sie vielleicht auch habe. Ja. So. Ja. Aber ich habe natürlich gesagt, ich will das jetzt auch ein bisschen ernsthafter durchziehen, deswegen. Ja. Kann ich verstehen, Sie ja. kann es auch, also sie hat auch absolut gar kein Problem damit und ist natürlich auch verständnisvoll, was es angeht. Ja. Macht ja auch sogar mit, weißt du, sie Ja, hilft mir ja eben, auch eben. so. Weil auch Aber ich wichtig will es halt ist. auch nicht, grundsätzlich will es halt auch nicht ausreißen und dann sagen, Ja. ja, okay, so in einem Jahr hocke ich jeden Tag hier und gar Ja. keine Zeit mehr mit ihr verbringen. Das will Ja. ich ja auch nicht so. Was du natürlich machen könntest, wenn es dann so weit klappen würde, dass du damit dein Geld verdienst, Genau, das natürlich. war natürlich Aber was das ist wieder anderes, was ja. anderes. Aber natürlich jetzt, so, ja, wie gesagt, gerade in Spätschicht oder so sehen wir uns ja eh nicht, weißt du, ist ja Ja. schon mal, also eine Woche. Hast schon mal eh gar keine Zeit für deine Frau so Ja. und dann die Woche drauf zockst jeden Tag nur hier und zockst, schau natürlich Ja. dann dumm. Also Ja. deswegen muss man da auch ein bisschen so einen Mittelweg finden, dass es da irgendwie, dass jede Partei ein bisschen zufrieden ist und man selber halt auch. Ja, das stimmt. Deswegen versuche ich halt auch sie mit einzubinden eigentlich auch, weil das auch nochmal Zeit ist, wo ich mit ihr verbringen kann, teilweise auch mit seinen Kumpels natürlich auch. Wo du auch Glück hast, dass die auch sehr gerne Videospiele spielt. Naja, Sei auf es jetzt PlayStation, Nintendo, was auch jeden immer. Fall. Also da hast du echt Dusel. Dass du Genau. auch mit deinem Hobby noch sie eben mit einbinden kannst. Ja, Also ist absolut, nicht schlecht. absolut. Ja, müssen eben mehr Spiele rauskommen, die auch sehen wir, weil in letzter Zeit spielst du auch nicht mehr so viel, gell, oder? Ja, es geht, zockt halt mehr jetzt gerade Smash Bros. Zockt sie halt Nintendo, gerade gell? viel, ja, auf Was jeden auch cool Fall. aussieht, ja. Und ja, für die Switch zockt sie halt absolut, aber es Kann man zockt das auch. streamen? Wir können auch Switch Unterbrech? streamen, ja, ich Ja? habe. Auch, also recorden und so Ich habe weiter? schon. Ich habe doch sogar mit ihr ein bisschen Pokémon Let's Go Echt? sogar ein bisschen gestreamt gehabt, Das habe ja. ich nicht gesehen. Bin nicht aufgefallen, okay. Ja, jetzt habe ich ein Werden auch bisschen. mal Das überlegen, habe ich auf also. jeden Fall Bock drauf, ja. Muss ja, wie gesagt, sie halt, ich halt nicht so. Sie streamt nicht so gern. Ja, ich zwing sie ja immer ein Ja, bisschen mehr dazu. ja, Und das schon mal so am Anfang hat sie meistens gar keinen Bock, deswegen ist sie auch ein bisschen mürrisch am Anfang meistens. Dann kommt sie ja meistens dann doch rein und Ja, gut. dann kann sie mich auch ein bisschen mobben, während ich stream, dann ist es auch okay. Normal, normal. Aber ja, das kriegen wir auch alles hin, also wie gesagt. Doch ich auch, also wie gesagt, also von der Möglichkeit bei mir ist es ja auch so, ich habe jetzt. Ich zocke jetzt nicht nur PlayStation 4, aber wobei es halt immer. Das ist halt immer so die Sache. Also ich zocke halt am meisten PS4, weil ich halt gerade Bock auf das Spiel habe. So. Aber wenn Ja. jetzt ein geiles Spiel für Xbox rauskommen würde, würde ich auch darauf zocken. Wenn irgendwie, ich habe jetzt auch gerade noch ein Let's Play in der Halde, dass es das auf PS3 ist. So, das macht nämlich gerade nebenher noch ein bisschen auf. Das was ich erst, also das veröffentliche ich erst, wenn alle Teile fertig sind, weil ich habe gesagt, So. ich mache jetzt keine Let's Plays mehr und ich fange keine Let's Plays mehr an, Ja. weil ich nicht weiß, sonst habe ich wieder keine Wie Zeit und lang dann, ziehst du durch? Ja. genau. Deswegen mache ich Ja. jetzt erst. Das Spiel zocke ich durch, wenn das Let's Play komplett durch ist, dann lade ich die Okay, Videos nach und nach eigentlich hoch. was. Was bei den PS3-Spielen Ah, eh. natürlich doch, klar. Ja, du weißt. Ja, klar. Deswegen, aber was beim PS3-Spiel ist eh egal, weil das ist eh schon alt. Und dann Ja. brauche ich dann jetzt irgendwie nicht aktuell sein. So, das ist ja Ja. egal, ob es jetzt in einem halben Jahr hochlade, weißt, Ja, das oder ist. übermorgen, das macht eigentlich keinen Unterschied, so, weil es ist eh ein altes Spiel. So. Ja, Bei PlayStation 3 ist auch schon ein paar Retro-Spielen. Monate her, ne? Ja, ein, zwei. Ein, zwei. Ja, und auch bei Retro-Games will ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall vor, demnächst, also die nächste größere Anschaffung wird auf jeden Fall eine Retron sein, mit der ich dann Ja. die Classic-Games halt ein bisschen zocken kann. Also klar, so ein Raspberry Pi hätte ich auch Bock drauf, so ein bisschen Ja. Emulator-Spiele zu zocken, aber die halt auf die Haptik so. Das ist einfach, ich habe halt genug Retro-Games auch hier Ja. und die halt gerne die Retron halt einfach, damit ich Okay. die Spiele halt einfach direkt von der Cartridge halt zocken kann, so was halt nochmal Die so ist aber auch halt geil. ist halt auch mega, Die ja. ist mega. Deswegen, das war Aber die die. ist preislich. 200 ungefähr, also Also. kostet zwischen 170 und 200 Euro, so ungefähr kostet Okay. die. Ich glaube auch, also, ja, also nicht so teuer, es geht Ja, es schon, geht. aber wie gesagt, trotzdem 200 Euro sind 200 Ja, Euro. klar, Logo. Und jetzt gerade momentan ist eh, also viel hier reingeflossen in das Ganze, so da muss man auch ein bisschen Ja, aufpassen. Jetzt das kommen stimmt. natürlich auch Ein ganzer andere Dinge. Rechner, was hier vor unseren Augen gerade steht, ne? Also gehört auch mit dazu. Absolut, Also also es deswegen. war ein Haufen Kohle letzte paar Ja, Monate, was da klar. jetzt reingeflossen ist. Richtig, richtig. Wir haben uns beide quasi neue Computer gekauft und
Equipment, also Schicke Karte, Mikrofone, ja, alles mögliche, Stuhl hier allein schon, weißt du, ja, also lauter solche Sachen, nur Kleinigkeiten sind, diese Handyhalterung, wo ich jetzt hier, aber es hier ist 20, da 15, genau, da 35 und es läppert sich einfach auch, ja. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, deswegen nach und nach, peu à peu. Und wie gesagt, es ist auch nicht so, gerade so eine Retro und so, die eilt jetzt auch nicht, weil das sind, wie gesagt, alte Spiele, da muss ich jetzt nicht aktuell sein und das reicht noch im halben Jahr und von der Zeit her muss ich auch erstmal dazu kommen. Ich habe jetzt eigentlich, ich hätte auch genug zu zocken für die nächsten 20 Jahre, blöd gesagt. Mit Sicherheit, ja. Also da, ja, mit Sicherheit, ja. Von dem her, ich habe die Spiele, wo wir noch, wo wir auf Halle liegen, alle, das ist Katastrophe eigentlich so. Aber du willst auch nur neue Spiele spielen, das hält halt eigentlich auf alles. Aber du kannst halt auch nicht alle Spiele spielen, das geht halt nicht. Deswegen sagte ich immer, dass ich immer ein Fan bin von Spielen, die kurzen 12-Stunden Spielzeit mit einer strikten Story sind mir lieber wie jetzt ein Red Dead Redemption oder ein Assassin's Creed, wo man jetzt diese Einstellung einstellen kann, dass man nicht mehr diesen Wegpunkt gesagt bekommt, sondern nur noch Hinweise, wo könnte die Mission sein. Genau, ne? Also das ist mir gar nicht lieb. Also, für Leute, wo halt nur ein, zwei Spiele im Jahr spielen, absolut geil so. Ja. Für einen Assassin's Creed-Fan, der sich die PlayStation nur für das Spiel gekauft hat, das ist top. Der kauft sich das Spiel, zockt es ein Jahr lang, kommt das nächste und fertig. Aber wenn ich da 60, 70 Stunden verbringe in der Zeit, könnte ich schon wieder drei andere Games spielen. Absolut, und ich werde die drei anderen Spiele spielen. Und das hat bedeutet, dass ich keins von den drei Spielen durchspielen werde. Absolut, ja. Deswegen, Red Dead Redemption war jetzt eine Ausnahme. Urlaub genommen und kurz durchgezogen. Aber im Großen und Ganzen war ich... Du hast halt auch bloß durchgezogen, weil du halt mega Bock drauf hattest. Und hast im Endeffekt, wie gesagt, du hast halt durchgezogen. Ja, aber du hast jetzt auch echt reingeprügelt. Ja, du hast halt, im Endeffekt warst du nachher froh, dass du es endlich durch hast. So. Ja. Weil du einfach, wie gesagt, einfach nicht die Zeit dafür hast. Du hast einfach nicht mal die Zeit, weil halt einfach auch zu viel geile Spiele rauskommen, Alter. Ich könnte jetzt nicht mehr weiterspielen, weil es zu viel geilen anderen Stuff gerade gibt. Deswegen, ich bedauere die Leute, die erst angefangen haben, nach der Arbeit mal hin und wieder zu spielen, die jetzt noch nicht fertig sind mit dem Spiel. Was man auch, wenn man normal mit der Arbeit beschäftigt ist, nicht machen kann. Ich habe mir, wie gesagt, extra Urlaub genommen, da geht sowas, aber inzwischen sind so viele andere Spiele rausgekommen, also da hätte ich gar keine Zeit für so einen 60-Stunden-Kracher. Schon absolut, und die Zeit würde ich mir jetzt auch nicht nochmal nehmen wollen, also. Ja, das ist halt echt so, also allgemein, es kommen halt so viel hochwertige, gute Spiele raus, dass du echt, du kommst da so nicht hinterher. Wenn dann noch solche, wenn dann noch tausende, ich sag, du hast halt ein Assassin's Creed und Red Dead Redemption und dann noch, was ich, einfach andere Spiele, die vielleicht auch noch so groß sind. Ja. Wann willst du das alles zocken? So? Ja. Mal abgesehen von den ganzen Online-Shooter-Multiplayer, die man auch das ganze Jahr über lang zocken könnte. Ja, schon, die einfach endlos quasi sind. Battlefield 5 ist bei mir schon seit 2 Monaten auf der Platte im Angebot gekauft. Also, immer noch nicht gezockt. Noch nicht einmal gezockt. Ja, installiert, klar, aber noch nicht gezockt. Ich war nicht mal im Hauptmenü drin. Ja, schon. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Den 1er extremst gesuchtet und ich hatte so Lust auf den 5er gehabt, aber... Ja, das sind halt lauter Sachen, also wie gesagt... wie gesagt, du kannst eigentlich, was brauchst du eigentlich gar nicht mehr kaufen. Ich bin mittlerweile genauso wie du an dem Punkt angelangt, wo ich sage, Bock hätte ich, aber ich habe keine Zeit. Ja. So, ich habe so Bock auf Assassin's Creed gehabt, nachdem Origins letztes Jahr mir so Spaß gemacht hat. Ja. Dachte ich, ey, geil, das Odyssey hätte ich richtig Bock drauf, aber ey, Leute, wer hat diese Zeit? Wer hat denn die Zeit, Alter? Mhm. Vor allem, wie gesagt, kommt Odyssey raus und kommt noch das raus, noch das raus und das raus. Alter, wann sollst du alles spielen, ey? Ja. Dann hast du noch das Sale, jetzt hier hast du noch Weihnachtssale gehabt. Ja. Ey, da hast du da noch kurz mal 3, 4 Spiele rausgelassen. Richtig. Ey, kurz, wenn es schon im Angebot sind, hol ich mal. Wann zockst du Scheiße, Mann? Wann denn? Das kannst du vergessen, die Button sind voll und du hast keine Zeit mehr zum Zocken, ja. Deswegen bin ich jetzt auch froh, wenn Darkseid endlich durch ist, so dass es nicht mehr ganz so lange dauert, hoffentlich. Ey, das Spiel hat mich auch zu Weißglut gebracht. Ja. Meine Fresse. Spyro, ja gut, okay, Spyro kann man so ein bisschen nebenher abfrühstücken, das ist nicht so tragisch. Und Tomb Raider sage ich ja auch gerade noch nebenher, das muss ich auch noch gerade nachholen, blöd gesagt, ja. Habe ich auch tatsächlich angefangen, aber auf dem PC. Mhm. Also, habe ich ausgeliehen bekommen vom Kumpel und spiele es gerade auf dem PC. Ja, macht schon Bock, aber wie gesagt, der fällt auch wieder zeitlich. Ich zog jetzt Darkseid durch, dann zog ich Tomb Raider voll durch und dann gucke ich mal, was ich als nächstes hier krass anfange, also dann will ich auf jeden Fall mal was Cooles machen. Ja, ja, wie gesagt, also das mit den Spielern ist halt immer so, die Flut ist halt, die hört halt einfach nicht auf, so, das muss man sich auch mittlerweile echt Gedanken machen, deswegen bin ich auch froh, im Endeffekt kann man es jetzt gut aufteilen, Dann reicht es mit einer von uns zwei, das Zeug, dann kann man sich dann nochmal austauschen oder so im Nachhinein, ja, dann kann man vielleicht sagen, ja gut, dann nimm du von mir aus Kingdom Hearts, dann nehme ich dafür was anderes, dann kann man es da ein bisschen aufteilen, dann macht's keinen Sinn, hat wenigstens einer von uns den Spaß, genau. Weil es halt beide nur den halben. Ja. Aber dann kommen wir schon wieder beim nächsten Spiel ankommen müssen. Ja. Müssen uns echt ein bisschen aufteilen. Ja, wie gesagt, wenn ich überlege, es kommt Februar kommt wieder Anthem, Metro. Ja. Ah, da bin ich noch sehr skeptisch. Da sollte eigentlich an diesem einen Datum, soll, glaube ich, 4 Games rauskommen. Ich weiß gar nicht, was es war. War auf jeden Fall Metro, Exodus, dann Anthem
Und dann, Days Gone soll eigentlich rauskommen, haben sie jetzt mittlerweile wieder verschoben. Hm. Und noch irgendwas. Also waren irgendwie viel fette Brecher an einem Tag oder so, wo du denkst, Leute, hör doch mal auf. Also Far Cry kommt ja. Far Cry kommt auch demnächst, kommt, ne? Auch hier Februar irgendwann, ne? Sieht eigentlich auch echt cool. Das wäre auch so das Spiel. Also nachdem ich ja The 5 jetzt eigentlich ausgelassen habe, weil es mich null interessiert eigentlich so. Ja. Aber wenn das echt gut sein soll, scheinbar. Hast du auch in Anführungszeichen nur ein Fuffi, glaube ich. Also kein 69,99 Fullpreis-Game, sondern 49,99. Ja, das sieht wieder cool aus, weil es so ein bisschen ja, dieses Weltuntergangs-Setting hat. So, und ich glaube, wieder so ein, sagen wir so ein, kein Hauptteil, sondern so ein Mittelding, so ein Zwischen, so ein Lückefüller. Ja, ne, ja. Eigentlich dieser Teil jetzt wieder. Was ich bei Dings cool fand, das fand ich eigentlich so der einzige Far Cry-Teil, den ich glaube richtig durchgezockt habe, war dieses Blood Dragon. Okay. Für Far Cry 3 damals, dieses Add-on, was so auf die 80er Jahre so ein bisschen war. Das war das Einzige, was ich durchgespielt habe, was halt auch nicht mehr so riesig war und halt vom Setting her cool war und so. Aber es ist auch, wie gesagt, Far Cry ist auch genauso ein Spiel. Macht Bock, aber macht halt 5 Stunden lang Bock, also von mir aus auch 10 und danach ist halt einfach, denkst du, okay, jetzt ich schau mal wieder gut. So. Ist nicht unser Spiel. Unser Spiel. Ich weiß auch nicht warum, obwohl es eigentlich echt geil aussieht. Man hat so fucking viele Möglichkeiten. Ja, jetzt weiß ich schon warum. Es hat einfach zu viele fucking viele Möglichkeiten. Das ist nichts für uns. Wie gesagt, The Order 18, Schlag mich tot, keine Ahnung, 10 Stunden Gameplay, das war für mich ein Traum. Du wurdest durch das Spiel geführt. Man hat dir immer gesagt, wohin du musst. Es gab kein rechts, kein links. Sondern es war einfach wie so ein richtig guter, langer Film, wo du selbst mit interagiert hast. Also bei mir ist ja sowieso Uncharted. So, das ist einfach das, für mich ist 0,9+Ultra, was Videospiele angeht, weil es einfach genau das hat, es hat dieses relativ kurze, knackige Gameplay, also das ist einfach diese, sag mal, 8 bis 12 Stunden oder so von mir aus, und einfach straight, geile Story, geile Charaktere, bam, bam, durch und dann danach fühlst du dich einfach perfekt so, du fühlst dich einfach so geil, es ist vorbei, du freust dich, dass es vorbei ist, und du freust dich aber, weil du da hinkommen bist, wo du hinwollst, und nicht aus dem Grund, so durch, aber auch Gott sei Dank ist vorbei, sondern einfach, ja geil, so, ich hab's jetzt durch, so, das hat halt mega Bock gemacht, du hast, ich fühl dich einfach nur gut, so. Ja. Das finde ich halt mega, ja. Aber man kann's auch, ich sag, man kann's ja auch geil machen, also wenn ich so überlege, was wie Infamous, was wir beide ja mega feiern, so, The Second Son, oder auch, jetzt Spider-Man. Weil auch, sind beides Open-World-Spiele, ja, wo beides viel zu tun gibt, aber die sind beide auf einem Level, die mir halt persönlich perfekt gefallen, so, weil, das ist ein Open-World-Spiel, das ist nicht zu riesig, zu viel. Genau. Das ist alles so ein bisschen runtergedampft, aber es ist eigentlich perfekt von der Größe her. Du hast halt das ein, sag ich mal, zwischen 15 und 25 Stunden durch und nicht 500 so. Ja, das geht. Und vor allem, was für mich ein großes Thema ist, ich komme von ganz unten bis ganz nach oben als Spider-Man extrem schnell mit seinem Hin- und Hergespinne. Ich komme bei Infamous mit meiner Wandkletterei gesprungen, ebenfalls ganz schnell ans Ende. Oder, wenn ich gar keinen Bock habe, Schnellreise. Genau. Und was war bei Red Dead Redemption? Hast du dein Pferd verloren und du warst ganz oben und musstest ganz runter. Hast du 3 Tage in echt gebraucht, weil es gab keine Schnellreisefunktion. Irgendwann mal gab es diese Schnellreisefunktion im Lager. Die erklärt wurde, die du dann ich will jetzt nicht wieder abhaten über das Spiel. Ja. Nee, da können wir einen anderen Podcast machen. Da laden wir dann Sergio mit ein. Aber kommt noch. Das ist halt ein Grund, warum wir das eine nicht so gern mögen, aber die anderen zwei schon, obwohl beides große Open-World-Spiele sind. Genau. Man kann es halt auch ein bisschen eindampfen und einfach, wie gesagt, bei Spider-Man war einfach dieses Gameplay, einfach das Zack, du konntest schnell dahin und schnell die Nebenmission machen, zack, weiter geht's und du hast geschwungen. Es war immer ein Flow drin, so, du wurdest nicht gebremst, du bist einfach zack, straight durch. Und bei Infinity, vielleicht aber auch, weil wir Spider-Man schon seit Junior kennen, also Spider-Man kennt man seit Kindern. Aber Infamous war halt gleich, eigentlich nicht. Die haben mich beide sehr krass aneinander erinnert, also ja, so Spider-Man hat mich sehr krass an Infamous erinnert. Vom Können beide vom selben Publisher absolut, sein, also absolut. Das ist vom Setting her, vom Gameplay, von der Steuerung, von allem, es war einfach nur ein anderes Kostüm quasi. Genau, Also mega, also beide so ultra mega Bock gemacht und tatsächlich zweimal durchgespielt und ich spiele nie Spiele zweimal durch und habe Infamous 2-mal durchgespielt, also hat schon was zu heißen. Me too, ja, absolut. Ja. Das Spider-Man werde ich jetzt auch noch die Tage durchzocken, das muss ja auch noch ich glaube heute ist das letzte DLC, glaube ich, rausgekommen. Und ich habe den ersten DLC habe ich durchgespielt, war mega cool mit Catwoman, war echt cool, will nicht spoilern, aber Catwoman. Was? Black Cat. Black Cat, sorry. Catwoman aus dem DC-Universum kurz mal rübergejumpt. Ja, Mann. Ist das nicht dasselbe? Ja, ungefähr das gleiche. Jetzt kriegen wir Zuschauer. Jetzt kommen richtig fette Kommentare, Genau, Black Cat.
zweite, dritte, weiß ich gar nicht, um was es da geht. Die haben es erst nur angezockt. Statt die niemand schläft irgendwie ja, so, ja. Aber was es darum geht, weiß ich nicht. Werde ich aber, glaube ich, sogar. Das muss ich auch mal die Tage machen, auf jeden Fall. Vielleicht werde ich heute Abend mal den zweiten DLC spielen. Für den ersten DLC habe ich, glaube ich, zwei Spielstunden gebraucht. Ja, und dann war man durch. So riesig, ja. Hat aber auch Spaß gemacht. Ja. Ja. Im Großen und Ganzen sind wir eigentlich auch wieder fertig, oder? Also so sind wir ordentlich abgeschwiffen von, was haben wir vor, über alle möglichen Games. So. Das, ja, ja, also gesagt, das ist ja eben so das Thema, aber ja. Das wollte ich eh mal einen Podcast noch machen über so Spiele. Das habe ich beim ersten Podcast ja schon gesagt, dass ich da mal einen Podcast machen will über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ja. Was wir uns vorstellen, so ein bisschen. Oh, aber Zukunft, halt, ey, was wir schon alles übergequatscht haben mit, wie könnte unser perfektes Spiel sein, eine Mischung aus GTA und Autorennspiel und Shooter und alles. Nee, schon. Ich glaube, da bräuchte es einen Festplattenspeicher von 3 Terabyte, um das Spiel zu installieren. Ey, das wäre schon. Ja. Aber weißt du, was ein cooles Ding wäre, was man so auch in naher Zukunft machen sollten, was als Podcast? Jahresrückblick, weißt du? Das habe ich auch überlegt gehabt. War mir halt die Frage, ob das sich bei uns rentiert so. Also, bei uns wird es natürlich noch am ehesten gehen. Ja. Ich hätte gerne noch ein paar Leute mit zugeholt, aber ja. Svenja war auf jeden Fall noch am Start, denke ich, ja. Weil die hat auch viel gezockt. Bei den anderen muss man mal fragen, wie es bei denen ist, weil die sind jetzt auch nicht so auf die aktuellen Spiele drauf aus, sage ich mal. Ja. Wir sind jetzt noch ein bisschen mehr am Puls der Zeit. Nee, in ja, sind ja schon, kannst schon so sagen, ja, das stimmt. Wir holen uns auch immer die neuesten Games. Wir holen uns quasi. Ja immer relativ viel, ja. Ja. Müssen wir mal durchschauen, weil also bei mir ist ja eh, also. Spoiler so, aber ja. Spider-Man und God of War, so, da kommt eh nichts drüber dieses Jahr für mich. Also, selbst Red Dead, so das, also Red Dead hat mir schon Bock gemacht, aber Red Dead hat mich ein bisschen so auf den falschen Fuß erwischt, muss ich sagen. Das hat mich halt so, es war halt mehr Arbeit als Spiel. Irgendwann mal, das ja. War so ein bisschen mein Problem. Also, ich habe zwar, ich feiere das für das, was sie gemacht haben, also, das halt wirklich so krass, ja, realistisch auch teilweise ist und dass halt so viele Details und so groß und auf eine Optik, also mega nice. Es ist wirklich ein geiles Spiel, aber es hat einfach mich nicht so richtig gepackt, weil ich habe mir, also ja, ich musste mich da so zu sehr reinarbeiten in das Spiel. Ja. Ich habe mir einfach was, ich habe bei Spider-Man einfach legst einen Bug, zack, Fun, so. Das ja, ist einfach ja, das direkt, stimmt. Du hast von vorne bis hinten einfach nur Spaß. Du bist klar gekommen in der Steuerung Spaß. Und alles schon, hat funktioniert. Schon, du bist nach hast ausgemacht und danach warst du einfach nur geil. Ja. So, das ist einfach nur ein gutes Gefühl ja, von diesem Spiel. Hatte ich nie abgerieben, also selbst für die Blasen hat es mich minimal vielleicht bei abgefuckt bei irgend so einem Special-Dings, da wo du irgendwas einsammeln musst, so ja, so, also ein bisschen genau, abgefuckt. Genau. Aber du warst auch nur so, natürlich ist es halt schwer, das ist eine Herausforderung, das soll ja auch ein bisschen schwieriger sein. Klar. Aber sonst hat mich das Spiel nie abgefuckt, so. Nee. Es hat einfach nur Spaß gemacht, vorne bis hin. Und bei Red Dead, da denkst du, oh geil, das sieht fett aus und geile Grafik und geile Charaktere. Und dann 5 Minuten später denkst du wieder, dieses Kackspiel, ich nimm's gleich raus und zerbröseln seine Einzelteile so. Ja, das stimmt. Weil sie einfach nur so abfuckt, weil die Steuerung irgendwie völlig überladen ist und ist, ach ja. Deswegen, also bei mir ist eh relativ klar, so was so die Nummer 1 sind, aber es, wie gesagt, also die Jahre, letzten paar Jahre kann man echt sagen, die letzten 2-3 Jahre so waren echt einfach nur brutal, was da rausgeballert wurde. Ja. Allein schon, wenn ich jetzt mein Spielerregal oder allgemein meine Spielebibliothek mal durchschaue, was ich in den letzten paar Jahren so gekauft habe im Spiel, wie viele halt auch, weil es halt einfach so viele geile Spiele rausgeballert. Das stimmt. Übel krass, einfach nur, es ist wirklich heftig so. Dann lass uns da auf jeden Fall mal sowas machen. Ja, da können wir auf jeden Fall mal so einen Jahresrückblick-Podcast mehr. Muss jetzt nicht noch schnell unbedingt in diesem Jahr sein, weil das dieses Jahr schon fast rum ist, ja, aber schon. Januar, die erste 1-2 Wochen, dass wir da mal was machen. Auf jeden Fall. Schönen Jahresrückblick, was hat uns letztes Jahr so alles gefallen und so. Hätte ich Bock drauf. Das kann man auf jeden Fall machen, hätte ich auch mega Bock. Also das wäre ich definitiv am Start. Ja. Das wäre so ein Thema, was mich auch noch interessieren würde, ja. Oder Thema, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ansonsten verlinke ich auf jeden Fall deinen Channel mal unten in den Kommentare. Auch bei Soundcloud mache ich das auch mal. Mhm. Und auch Pravilopov hier für die Musik, dann kann ich den Vash eigentlich auch noch markieren, auf jeden Fall, dass der auch mal, dann könnt ihr euch auch gerne mal reinsehen, das stimmt auch auf Soundcloud, oder? Oh, weiß ich gar nicht. Ja, ich meine, er ist auch auf Soundcloud. Doch, der Soundcloud ist ja auch Vash, V-A-S-H, mit Dollarzeichen. Das S halt als Dollarzeichen. Als Dollarzeichen S, ja. Und auf Facebook und überall kann man eigentlich gut finden, so. Ja, wie gesagt, also, wer Bock auf mehr hat, der guckt gerne mal bei uns rein, so, wie gesagt, Vita, am nächstes Jahr geht es auf jeden Fall los und bei mir natürlich immer noch weiterhin gerne hier jeden Tag, wenn es geht. Ja. So, jeden Tag, wenn ich Zeit habe, ballere ich echt was raus. Ja. Hoffentlich jetzt demnächst noch was. IDF, ne? Ja, ballern wir nachher noch raus. Ja. Und zocken.
Was jetzt, beziehungsweise ich IDF vorher draußen, weil ich das Video erst noch hochladen muss. Ja. Aber ja gut. Ja, ansonsten hoffen wir natürlich auf euren Support und ja, lasst gerne einen Daumen da und ein Like und keine Ahnung, Herzchen bei SoundCloud und keine Ahnung was, die Glocke aktivieren und Kommentare schreiben, whatever. Ihr wisst Bescheid, dann wir sind raus und wünschen euch noch einen guten Rutsch und ja, ein schönes neues Jahr. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ja, das war's eigentlich. Dann bis bald. Macht's gut. Haut rein, ich baue das Intro raus und wir sind raus in. Moment, Moment. Drei, das falsche Intro. Scheiße. Ich muss richtige Intro noch suchen. Das ist das richtige Intro, ne? Ja, okay, alles klar. Bis gleich. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Haut rein.